Der goldene Prinz. Vor vielen hundert Jahren regierte die Stadt Fuyao sich selbst, denn damals war sie frei und noch nicht mit Chiang Mai verbunden. Der Fürst von Fuyao zu jener Zeit hieß Prinz Cam Deng. Der goldene Prinz liebte die Jagd. Immer wenn er frei war von seinen Staatsgeschäften, nahm der Herr sein Gefolge und zog mit ihm in den Wald, um Tiere zu jagen. Wieder einmal war es soweit. Der Herr wollte zu seiner Herzenserquickung eine große Jagd veranstalten. Darum übergab er seinem jüngeren Bruder, dem Prinzen Cam Lü, dem Berühmten, die Herrschaft der Stadt, stellte sich an die Spitze seiner Gefolgsleute und los ging es in den nordwestlichen Dschungel. Wo es die meisten Waldtiere gab, da stellte er sein Lager auf. Nach ein paar Tagen brach er wieder auf und zog weiter. So ging es fort, bis die Gesellschaft eines Tages in das Gebiet des Berges Mong bei Fang kam. Dort lagerten sie und stiegen dann auf den Berg, um in seinen Wäldern das Wild aufzustöbern. Ein Rudel Rehe floh vor ihnen dahin. In diesem Rudel gab es ein Tier, das war von Gestalt und Farbe, viel schöner als alle seine Freunde. Sein Schwänzchen war gelb, hell und strahlend wie Gold. Es war ein starkes Tier, und als Prinz Cam Deng es erblickte, konnte er nicht mehr von ihm lassen und hatte nur noch einen Gedanken, es einzufangen und im Lustgarten von Fuyao zu nähren. Darum befahl der Prinz den Treibern, das Tier zu umzingeln. Dennoch gelang es ihm nicht, es zu ergreifen. Jedes Mal entzog es sich auf wunderbare Weise dem Zugriff des Prinzen. Endlich musste der Herr den Befehl geben, einen festen Ring von Jägern um das Tier zu legen, der immer enger gezogen werden sollte. Wer diesmal wieder den Hirsch entfliehen lassen würde, der müsse ihn eigenhändig einfangen. Wenn ihm das nicht gelänge, so möge er gehen, wohin er wolle. Nur in Fuyao dürfe er sein Gesicht niemals wiedersehen lassen. So hatte der Prinz gesprochen. Nun zogen die Jäger den Ring zusammen. Der oberste Jäger ging vor, um den Hirsch zu fassen, doch das Tier wendete und lief in der Richtung davon, wo der Prinz stehen musste. Mit ein paar gewaltigen Sätzen sprang er an dem Prinzen vorbei. Bevor der Herr sich überhaupt besonnen hatte, war der Hirsch im Wald verschwunden. Prinz Cam Deng sprang auf sein Pferd und stürmte dem Hirsch nach, in der Richtung der Höhle von Tiang Dao zu entkommen suchte. Die Jäger bemühten sich, ihrem Herrn zu folgen, doch bald verloren sie seine Spur. Im Galopp jagte der Prinz dem wunderbar schnell dahinfliegenden Tier nach. Wenn Prinz Cam Deng anhielt, um sich auszuruhen, verschnaufte auch der Hirsch. Wenn er wieder losritt, setzte auch das Tier sich in Bewegung. So spielten sie miteinander, bis der Prinz ganz von seinem Folge getrennt war. Bald waren sie bei Höhle von Chengdao angekommen. Da machte der Hirsch sich unsichtbar. Er sprang in die Höhle hinein. Der Herr beugte sich über dem Pferde herab und galoppierte ihm nach, hinein in das Dunkel der Höhle. Aber statt des Hirsches sah er eine Jungfrau vor sich, gerade zur Liebe erblüht. Sie war von Anblick und Wesen voller Liebreiz. Der Prinz fühlte, wie das Verlangen in sein Herz einzog. Schon einem früheren Leben musste sie einander geliebt haben, so stark war sein Gefühl. Die Schöne wehrte sich nicht, als der Prinz sich ihr näherte. Der Herr fragte sie nach ihrer Geschichte. Sie antwortete: »Ich heiße In Lao. Mein Vater und meine Mutter sind Dämonen. Sie sind die Hüter dieser Höhle, die meine Wohnung ist.« Der Prinz hörte nicht mehr, was sie ihm sagte. Die Lust ward ganz Herr über ihn. In Liebe vereinigte er sich in der Höhle mit In Lao. Nach Fuyao zurück kam er nimmermehr. So erfüllte sich sein Spruch. Weil er den Goldhirsch nicht gefangen hatte, konnte er nicht heimkehren. Die Jäger waren ihrem Herrn bis zum Eingang der Höhle gefolgt. Dort fanden sie sein Pferd, doch von dem Reiter keine Spur. Schließlich zogen sie nach Hause ab. Dem Prinzen Cam Lü brachten sie die traurige Botschaft,
Dann erhoben die Soldaten und die Höflinge eines Sinnes den Prinzen zum König von Payao. Dass Prinz Kamdeng in der Höhle seinen Tod gefunden hat, das glauben alle Leute, nah und fern. Der Herr starb in dieser Höhle. Sein Geist lebt dort noch heute, in Liebe vereint mit dem Geist der Dämonen in Lao, seiner schönen Gefährtin.